Wollen wir darüber reden? Quavo und seine Frau da, ihr Name ist zu kompliziert für mich. Sauti, Schweiti, Schweiti, Schweib, Schweibs. Ja, Mann. zählt mal, ob wir Ja, Mann sagen. Auf jeden Fall, ja, der Schluss gemacht. Und das Ganze, du kennst so Amerikaner, die können nicht chillen. Ja, mal Publix. Können nicht chillen. Die müssen Twitter hier, da, Insta da. Ich wollte fragen, was hältst du davon, aber man merkt schon, was ich wollte schon sagen. Ja, also ich bin halt wirklich der Meinung, man sollte seine Schmutzwäsche nicht in der Öffentlichkeit waschen. Ja, Mann. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, okay, ich kann verstehen, Gefühle wurden verletzt, weißt du, vielleicht hat er das falsch gemacht, sie hat das falsch gemacht. Wahrscheinlich sogar. Ist alles unschön. So, ich meine, konnte man ja auch rauslesen, so von dem, was sie auch so getwittert hat. Und ja, nee, ich kann verstehen, aber warum dann immer dieses öffentliche so abfertigen, weißt du, dann diese, sie schießt, er schießt, ich glaube sogar, er hat sie jetzt in irgendeinem Track auch erwähnt, erwähnt irgendwas mit hier, Lil so B, irgendwas, yeah, weißt du, ist so, ich denke mir dann immer so, Mama. Ja, und auch dann diese ganzen Leute, die das auch, ne, die lieben das natürlich so, dieser Gossip ist natürlich lustig ab und zu, weißt du, aber diese privaten Sache, da bin ich kein Fan davon, muss ich ja, sagen. Mann, ja, auf jeden Fall. Ich bin kein Fan davon. Ja, also Leute verstehen nicht, warum man sie ja auch. Ich meine, in Amerika ist halt sowieso so, dass jeder irgendwie denkt, his life is a movie so. Mhm. Dass sie sich halt so wirklich. Es ist nicht das erste Mal, sie machen das immer. Das ist halt sehr oberflächlich. Ja, die sind sehr oberflächlich. Jetzt nicht zu sagen, dass alle Amerikaner oberflächlich sind. Nein, nein. Aber deren Kultur ist sehr oberflächlich. Ja. Oberflächlich. So, und das finde ich halt wirklich schade. Weil im Endeffekt könnte ja sein, dass sie für die Zukunft irgendwie für ihre Beziehung hätte kämpfen können, etwas Besseres daraus machen können. Aber wenn du so in der Öffentlichkeit bist, ist halt sehr schwierig, zurückzukommen und zu sagen, okay, wir haben uns wieder jetzt zusammen, wir haben uns wieder verwöhnt und können zusammen glücklich sein, weil KDB und Offset haben ja das Gleiche gemacht. Im Endeffekt sind wir wieder zusammengekommen. Für alle Leute waren es komisch. So, aber es, im Endeffekt, für mich, was ich nicht verstehe in der ganzen Geschichte, weil ich sehe das überall im Internet und wir reden auch darüber jetzt, ich meine, im Endeffekt, was geht es uns alle an? Ja, eben, ne, und ich verstehe halt nicht, warum so ein großes Ding natürlich dann auch draus gemacht wird, so. Ja. Und, aber was meinst du, glaubst du, findest du, dass halt diese, weil klar, es sind ja Leute des öffentlichen Lebens, wie man hier sagt, in Deutschland sozusagen, aber glaubst du, findest du, dass sie uns das schuldig sind? Ich will nur die Millionen, Millionen, Millionen. Nigga, ich will nur die Millionen.